Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Heute ist der Nanovirus dran. Ein recht schwerer Erreger. Und ja, ich habe den Namen zwischendurch mal geändert. Und deshalb nehmen wir einfach einen anderen Namen. Wir schauen uns mal wieder den Gencode an. Der Bonus-DNS ist das erste vom Genbonus, dann Landbonus, dann die statischen Symptome, die Übertragungsmutation und die Widerstandsfähigkeit. Und dann starten wir das Ganze. Und jetzt ist die Sache so mit dem Nanovirus. Es ist extrem schwer. Ja, ihr seht, die Heilmittelforschung, die läuft direkt an. Wir müssen direkt was dagegen tun. Und es wird echt schwer, das zu schaffen. Deshalb habe ich hier bei den speziellen Upgrades hier schon mal von beiden die ersten beiden Stufen geholt. Dann haben wir den Nanovirus-Krankheitstyp. Will Disease ist ein Nanovirus, eine künstliche Lebensform aus dem Labor. Die Menschen senden einen Killcode, um dich zu heilen. Zerstöre sie, bevor sie dich abschalten können. Also die Heilmittelforschung, die läuft halt schon direkt an und steigt natürlich durchgehend, was extrem schwierig ist, vor allem hier auf mega brutal. Und deshalb müssen wir ganz schnell und ganz häufig hier Punkte auf die Spezialupgrades packen, damit das eben verlangsamt wird. Und ja, gleich am Anfang wird es direkt schwierig. Hier brauchen wir 12 Punkte. Replikatorüberladung machen wir erst recht spät. Aber dafür brauchen wir hier auf jeden Fall die Verschlüsselung. Dafür brauchen wir 12 Punkte. Und da haben wir es. Und Störsenderüberladung machen wir auch erst danach. Deshalb müssen wir da noch ein bisschen warten. Jedenfalls die Heilmittelforschung läuft schon sehr stark an. Sie ist schon bei fast 25%. Deshalb gehen wir hier mal auf Schlafstörung und Paranoia. So ein kleiner Zusatz hier. Die ganzen Symptome sind sehr viel günstiger. Ihr seht hier, Lähmung ist bei 0 DNS-Punkten. Also können wir super günstig kaufen. Koma auch. Also wir können super schnell, super gefährlich werden. Und die Heilmittelforschung dadurch natürlich weit zurücksetzen. Und das brauchen wir natürlich auch, weil die Forschung eben so schnell vorangeht. Und besorgniserregende Krankheit in China, ja, das ist natürlich schwierig. Wir haben 2000 infiziert, 2500. Und wir haben auch schon die ersten Toten. Ja, jedenfalls, wir wurden entdeckt und deshalb werden wir jetzt auch gleich die normale Heilmittelforschung mit dazu bekommen. Wir holen uns hier Anfälle und Wahnsinn. Dann würde ich mir auch möglichst bald Arznei mit Resistenz 1 holen. Und danach eben die ganzen anderen Sachen, wo man eben den Gene umbilden kann. Also Genumbildung. Und die Forschung ist einfach schon hier bei 38%. Das ist unglaublich schwierig, das zu schaffen. Und natürlich brauchen wir immer noch eine ganze Menge Punkte. Da haben wir genetische Verhärtung 1 und jetzt brauchen wir hier Genumbildung 1. Ihr seht, die Heilmittelforschung ist schon bei fast 50% angelangt, was unglaublich hoch ist. Also hier Genumbildung 1, um das Ganze noch ein Stückchen zurückzusetzen. Da holen wir uns hier noch ein paar Punkte und genetische Verhärtung 2, damit das Ganze eben noch ein bisschen verlangsamt wird. Und in China haben wir auch schon die 100 Millionen erreicht. Und wir haben Großbritannien, sehr schön. Ein paar andere Länder. Arznei mit Resistenz 2 braucht leider 28 DNS-Punkte. Was eine ganze Menge ist, aber jetzt haben wir es. Und dann könnten wir hier theoretisch Arzneimittelimmunität uns holen. Aber ich sehe da nicht wirklich einen besonderen Grund drinne, weil wir mit der ersten und zweiten Stufe schon das Ganze
hinkriegen werden. Jedenfalls seht ihr, die Heilmittelforschung ist bei über 50%. Es ist extrem hoch schon. Ich hummel hier Hautläsion und Viehbestand 1, danach Vogel 1. Und habe auch genügend Punkte für Vogel 1. Dann gehen wir nochmal zu den Symptomen: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall geht leider noch nicht. Und systematische Infektion mutiert, das will ich eigentlich relativ ungern, weil es ziemlich stark die Tödlichkeit nach oben treibt. Und Replikatorüberladung, Störsenderüberladung machen wir auch noch nicht. Jedenfalls ist die Heilmittelforschung jetzt ziemlich stark verlangsamt worden. Ihr seht, das geht relativ langsam jetzt wieder hoch. Das heißt, es hat uns jetzt ein bisschen Zeit verschafft, um die Welt zu infizieren. Und hier dringend Viehbestand 2 und Vogel 2 holen, damit das Ganze eben ein bisschen schneller geht. Dann haben wir die USA und Kanada. Und jetzt beginnt das hier in Europa. Ich stopp mal ganz kurz, weil da sind gerade eine Menge Länder infiziert worden. Und da kommen noch ein paar mehr. Also das sammeln wir auch mal kurz. Und dann gehen wir jetzt mal hier bei der Übertragung rein, holen uns mal Wasser, Luft 1, Nagetier und Insekt. Und dann Genombildung 2, um das nochmal wieder zu verlangsamen. Und da sind wir bei 57%. Dann lassen wir es mal wieder ein bisschen schneller laufen. Da kommen einige Länder hinzu. 39 DNS-Punkte, wir brauchen Madagaskar. Okay, wir haben Island gerade noch so bekommen. Wir brauchen Grönland und da haben wir Madagaskar. Sehr schön. So, oh, wir haben Grönland. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Karibik. Und wir haben eine Menge Punkte. Ich würde die mal gerne irgendwie investieren. Ich weiß nicht, sollen wir uns. Ja, ich glaube, wir holen uns Genombildung 3, würde ich sagen. Zudem würde ich langsam die Replikatorüberladung starten wollen, weil wir jetzt drei von den vier schwierigen Plätzen schon infiziert haben, bis auf die Karibik eben. Deshalb machen wir Replikatorüberladung. Und holen wir uns auch mal Kälteresistenz 1 und dann nochmal Blut 1 und von hier, oh, Durchfall, fast vergessen, Husten, Niesen, Immunsuppression können wir uns nicht mehr holen, aber ansonsten noch hier die ganzen anderen erste und zweite Stufe Sachen. Replikatorüberladung, Nanovirus hat seine Replikatoren überladen und damit seine Ansteckungsgefahr kurzzeitig enorm erhöht. Das bringt eben das, dass wir hier Grönland, Island und Madagaskar eben sehr schnell infizieren können. Und das, oh. Okay, ich wollte gerade sagen, das mit der Karibik wird nichts, aber da haben wir es geschafft. Und jetzt sind wir gerade schön dabei, ganz viele Leute hier zu infizieren. Hier in Afrika geht es jetzt auch langsam los. An sich haben wir praktisch alle Länder schon infiziert. Denke ich mal, schauen wir mal kurz. Ja, wir haben alle Länder infiziert, das ist sehr schön. Mit den Punkten würde ich mir jetzt gerne Nekrose holen, aber das bringt leider noch nichts, weil wir nicht genug Punkte dafür haben. Also warten wir noch ein bisschen. Replikatorüberladung beendet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil dadurch die Ansteckungsgefahr auf Dauer geringer wird. Deshalb sollte man die erst relativ spät machen. Aber jetzt haben wir ziemlich viele Punkte. Jetzt holen wir uns hier mal Nekrose und Lungenfibrose, um das Ganze ein bisschen schneller machen zu können. Den ganzen Menschen ein bisschen schneller umzubringen. Und dann sammeln wir wieder fleißig DNS-Punkte. Angola ist noch nicht vollständig infiziert, aber praktisch alle anderen Länder schon. Und jetzt zugleich sollten wir die Nachricht bekommen, ja, die gesamte Menschheit ist infiziert. Dann machen wir hier mal Vogel 1 weg und ja, dann lohnt sich's auch schon nicht mehr. Dann nehmen wir noch hier Übelkeit. Und da habe ich eben auch nur einen Punkt bekommen. Dann nehmen wir hier noch, oh, ich wollte eigentlich Kälteresistenz 1 wegmachen.
aber so geht's auch. Da machen wir die Störsenderüberladung und das hier, obwohl wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Vielleicht machen wir es auch gar nicht, vielleicht holen wir uns dann einfach irgendwas Tödliches, innere Blutung, hämorrhagischer Schock vielleicht. Da brauchen wir einen Punkt und da haben wir einen Punkt. Und dann holen wir uns das und dann sind wir ein bisschen tödlicher. Ja, Störung des, Unterbrechung des Störsenders, meinte ich. Wurde gerade eben gemacht. Hier haben wir noch ein paar Punkte. Und ich würde sagen, eigentlich würde ich das hier ganz gerne holen. Aber an sich haben wir das Spiel schon geschafft. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier innere Blutung. Oder, ja, machen wir Dysenterie. Weil es eben ein bisschen tödlicher ist. Und dann sollten wir es fast geschafft haben, die Menschheit umzubringen. Aber wir haben leider die Überladung ein bisschen zu früh gemacht, weil jetzt geht natürlich die Heilmittelforschung wieder hoch und dadurch kriegen wir wieder weniger am Ende die Punkte. Also ein bisschen zu früh, aber an sich hat es geklappt mit dem Nanovirus hier. Da läuft die Forschung noch ganz schön, aber da leben auch nicht mehr allzu viele Leute. Also wir haben hier eine ganze Menge von den Punkten, von den Upgrades geholt für den Nanovirus. Und da haben wir es praktisch geschafft. Es wird die Menschheit auslöschen. Mal schauen, ob wir irgendwas noch mit den Punkten machen können. Ja, Tumore können wir uns holen. Und Lungenödem ist auch noch ein bisschen tödlicher. Dann können wir die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. Und da haben wir es geschafft, gewonnen. Oh, ihr seht das, die Ansteckungsgefahr, die ist da kurzzeitig extrem hochgegangen. Da haben wir eben die Replikatorüberladung eben ein bisschen, also da haben wir die Replikatorüberladung geholt. Dann, der Weltverlauf sieht ziemlich gut aus, bis auf diese kleine Stelle da, wo das mal kurz gestockt hat. Aber ansonsten lief das ganz gut. Und der Heilungsverlauf lief auch ziemlich gut. Am Ende ist es eben hochgegangen. Nochmal auf 46%, aber ansonsten hätten wir es fast geschafft, das auf unter 50 zu lassen. War also gar nicht mal so schlecht. 503 Tage ist, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir es. DNS-Sequenz komplex, Schwierigkeitsgrad mega brutal, Krankheitstyp Nanovirus. Zeit 503 Tage, Heilmittelfortschritt. Habe ich ein bisschen zu früh gemacht, ja, 63% fertig. Gesamtwertung 47.680 Punkte, also ich bin ganz zufrieden damit, 4 von 5 Sternen, läuft ganz gut und dann war es das ja auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!